herzlich willkommen in Frankenmuth, wo wir uns heute einfinden, um eine weitere Kartenbesichtigung vorzunehmen. Wir werden uns diese Karte ansehen, die am 29. Januar veröffentlicht worden ist. Die Karte kommt von Taylor Farms. Wenn wir im neuen Farmer-Modus starten, kommen wir hier raus. Hier starten wir. Das ist die Rundumansicht auf unseren Hof. Frankenmuth ist eine Stadt, die befindet sich im Saginaw County, und zwar im US-Bundesstaat Michigan. Die Stadt ist vor allem bekannt für die bayerischen Traditionen, die da gelebt werden, wie zum Beispiel der Weihnachtsmarkt, Oktoberfest. Es kommt daher, weil die Stadt wurde im Jahre 1845 von Immigranten aus Franken besiedelt. In der Gegend nennt man diese Stadt Mut oder Little Bavaria, und zwar einfach Kleinbayern. Na, so, das ist also ein bisschen kurz ein Überblick, wo sich das befindet, diese Frankenmuth-Stadt, welche sich über ein Gebiet von 7,2 Quadratkilometer verteilt. Wie immer starten wir mit einem kurzen Blick auf die Karte. Also wir sehen hier, das ist eine Einfachkarte, also eine Karte in der Standardgröße. Wenn wir starten, ist der Hof hier in der Mitte der Karte und uns gehört Feld 11, 12 und 4. Da ist im Moment nichts drauf angebaut. Das ist so, wie wir in die Karte geladen werden. Wenn wir uns kurz mal die Flächen angucken, dann sehen wir hier, dass wir hier zwei Flächen haben, also einmal diese Fläche hier. Und ein großes Stück vom Feld Nummer 11, welche nicht als Ackerland geplant sind, sondern das sind zum Beispiel Flächen, wo weitere Produktionen hinzugefügt werden können. Da kommen wir gleich im Detail darauf zu sprechen. Das kleinste Feld auf der Karte ist das Feld Nummer 8, und zwar mit einer Größe von 1,06 Hektaren. Preis für das Feld ist 31.920 Euro. Das größte Feld könnte sein 24 oder die 21. Ich glaube, die 21 ist ein bisschen größer. Größe dieses Feldes ist 18,47 Hektaren zum Preis von 54.148 Euro. Also ihr könnt sehen, es gibt zwar ein kleines Feld, aber es ist eher so ausgelegt, als wäre das für die mittlere und große Landwirtschaft gemacht, diese Karte. Also hier können geruhigt auch mal die größeren Geräte angewendet werden. Es ist aber nicht so, wie das bei der Wild West ist. Also es ist immer noch die mittlere, vor allem mittlere Landwirtschaft wahrscheinlich angesprochen. Man kann trotzdem aber sicher auch mal die größeren Geräte benutzen. Das werden wir auch gleich sehen, wenn wir mal kurz in diese Schuppen reingucken, was wir als Startzubehör haben. Wir starten mal hier, wir machen da mal diese Tore auf und wir können sehen, dass dies unsere Werkstatt ist. Ja, hier, das ist unsere Werkstatt, da haben wir unseren Pickup, da kommen wir gleich auch noch ein bisschen darauf zu sprechen. Dann haben wir unseren Mahindra, dann haben wir hier unsere Büros, da ist leider nichts drin, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Okay, so, dann gehen wir weiter zum nächsten Schuppen, und zwar gehen wir gleich mal in diesen rein. Das ist der neben unserem Haus. Da sehen wir, haben wir einen großen Schuppen hier stehen, und da haben wir schon einmal das 45 Fuß Case Terraflex Mähwerk, und wir haben einen riesen Truck hier, Trailer, den Wilson Pace Setter. Und natürlich hier unseren Mac. Machen wir hier auch auf. Also wir können sehen, dass hier bei diesem Gebäude nicht die große neue Texturenpalette angewendet worden ist. Sondern das ist halt immer noch 19er Stil. Aber das ist nicht weiter schlimm. Wir gehen auch hier in diese Halle rein und sehen hier, dass wir hier jede Menge an Traktoren stehen haben. Also wir haben einmal den Case IH Quadtrac 540er, dann haben wir den Challenger 743, dann haben wir den John Deere 8RT 410 und den 8RX 410 hier stehen.
Zudem haben wir noch unsere kleine Hof-Traktor, und zwar den Massey Ferguson 3670. Wir haben die Saatmaschine und wir haben also die Einzelkorn-Saatmaschine und die normale Saatmaschine hier stehen. Wir können das Licht einschalten, wenn wir hier circa hier stehen, können wir einfach mal mit der linken Maustaste drücken, klicken und dann geht das Licht an. Ja, also nicht zu nah am Tor, weil dann geht das Tor auf und zu. Dann gehen wir weiter in den nächsten Chat und können sehen, dass wir hier einen Roboter da stehen haben. Dann haben wir eine Scheibenecke hier stehen. Wir haben eine Spritze hier stehen. Wir haben hier das Maisgebiss, also das Maisschneidewerk hier stehen, und wir haben den Case IH 9250 Drescher hier stehen. Also ihr seht, wir haben jede Menge an Equipment, und zwar nicht am kleinen Equipment, sondern ziemlich großes Equipment hier schon bereits stehen. Hier ist unser Silo. Und dann sind wir wieder zurück bei unserer Werkstatt mit dem Unterstand hier, ja? Wir gehen kurz zum Farmhaus hin. Also es ist ein klassisches Farmhaus, nichts Spezielles, keine spezielle Arbeit hier, ganz normal dieses eine Haus übernommen von der Elm Creek. Wir gehen mal ein bisschen in die Lüfte. Also das ist unsere Hoffläche, sehr großzügig gemacht. Also wir haben auch genügend Unterstand für die Maschinen und Geräte. Hier haben wir noch einen Wassertank stehen, der gehört da auch noch zu uns zum Hof. Und das war's dann auch schon mit dem Hof. Wir schauen uns mal kurz das Equipment noch im Detail an. Und zwar können wir sehen, dass das Equipment, das wir haben, nicht nagelneues Equipment ist. Das ist also Equipment, das ist schon schon gebraucht. Also das Neueste, den wir haben, ist den 8RX410er. Alles andere ist ziemlich schon gebraucht. Also hier 180 Monate war der im Betrieb, der Lizard Pickup. Also der hat nicht mehr einen sehr hohen Wert. Wir haben den Paysetter, da ist auch schon 120 Monate alt. Also wir können sehen, wir haben gemischtes Equipment hier stehen. Der Mahindra ist neu, der hat 0 Betriebsstunden aufzuweisen. Genauso wie der IH Speed Tiller 475, das ist das Schneidewerk, das ist auch neu. Dann 0 Betriebsstunden gibt es einige Sachen, aber wir haben auch Geräte, also gerade der Pickup, der hat fast 1400 Betriebsstunden auf den Achsen. So, wir steigen mal in den Mahindra, der brandneu ist, und fahren mal ein bisschen über die Karte oder durch die Karte durch. Also wir fangen gleich mal hier an mit dem Überblick hier. Also wenn wir sehen, wir können gerade sehen hier, das ist der Übergang zu unserem Feld Nummer 11, und wir können hier sehen, wir haben hier Wassergräben hier rund um das Feld gebaut. Ich nehme mal an, dass wenn es regnet, dass sich diese füllen. Der KI ist auch freundlich, also lässt einen Platz hier. Es gibt jede Menge an KI-Betrieb hier. Das werden wir dann gleich mal sehen. Wir fahren mal an die rechte obere Ecke, an die Kartenecke hin, und fahren dann einfach mal rundrum. Also wir können hier zur rechten Hand sehen, dass da eine ziemlich große Waldfläche steht. Wir gehen da mal rüber. Auch sehr viele, sehr detailliert hier. Wir haben auch ein paar Rehe hier. Hier gibt es eine Zugangsstraße. Wir werden danach ein bisschen drüber diese Waldflächen sprechen. Also ihr könnt sehen, jede Menge Verkehr hier.
Auch hier gibt es überall wieder Häuser stehen, also es ist stimmig gemacht, also man glaubt es. Hier eine andere Farm. Und wie ihr gerade gesehen habt, gibt es hier natürlich auch den Zug. Das werden wir uns jetzt gleich angucken hier, weil wir kommen gleich zu dem Überladesilo für den Zug. Also wir befinden uns jetzt hier oben. Das ist das Getreidesilo West. Das können wir natürlich nutzen, um den Zug zu beladen oder zu entladen oder zu auf jeden Fall zu beladen. Also hier zum Abzapfen und hier zum Abladen. Also hier können wir wie gewohnt bei den Standardkarten von Giants hier den Zug mieten. Der kommt dann hier an. Dann wird dieser hier beladen. Und weg geht der. Und zwar geht der Zug nach Goldcrest Valley. Genau, also der Zug fährt nach Goldcrest Valley, wo er dann ablädt. Wenn wir gerade dabei sind, sehen wir, dass alle Standardfrüchte mit eingebaut sind. Es gibt keine Zusatzfrüchte und wir können auch gleich sehen, dass für alle Früchte Verkaufspunkte da sind. Wir haben selbst einen Verkaufspunkt für Saatgut, also Goldcrest Valley. Da müsste man wahrscheinlich vielleicht überlegen, ob es sich lohnt, ein bisschen Saatgut zu kaufen und dies in Goldcrest Valley zu verkaufen. Ich müsste mal dann das versuchen, aber weiter geht's. Also wir können sehen, alle Produkte und Früchte als auch Ergebnisse aus den Produktionen selbst können verkauft werden. Okay, und hier kommen wir zum nächsten Punkt. Wir können zwar Mist verkaufen in Goldcrest Valley, das heißt, er muss ausgefahren werden. Gülle und Gärreste gibt es keine Verkaufspunkte. Da kommen wir gleich darauf zu sprechen, sobald wir dann über die Produktionsstätte sprechen. Okay, wir sind wieder im Mahindra, fahren jetzt mal Richtung Süden. Also auch hier wieder eine Farm, eine kleine Farm hier stehen mit einem Schuppen, einem Farmhaus. Hier auch wieder hier rechts im typisch amerikanischen Stil. Hier auch noch Details, also kleine Dekoobjekte rumstehen. Und natürlich können wir immer den Wasserturm sehen von Frankenmuth. Und ihr kennt es schon, hier kommt die Müsli-Fabrik. Ist zu haben für 110.000 Euro. Die kaufen wir mal ein und dann schauen wir, was passiert. So, und jetzt schauen wir mal auf die verkauften Flächen. Wunderbar, also wir haben die gekauft, wir haben nicht das Land dazu gekauft, sondern nur die Fabrik. Es geht weiter und jetzt kommen wir so in das urbane Gebiet. Also hier kommt die Goldenfield Grain Mill, also die Getreidemühle, hier zum Anliefern, hier zum Kaufen. Kostet 96.000, das sind die Standardgebäude. Hier kommt die Schreinerei. Zu haben für 60.000. Hier kommt das Wiring Spindle, und zwar ist das die Spinnerei. Zu haben für 60.000 ebenso. Dann haben wir hier die West Hill Bäckerei, also ja, zu haben für 50.000 Euro. Dann haben wir hier rechts die Tankstelle, da kommen wir gleich darauf zurück.
So, dann haben wir hier den Gesteinbrecher. Und haben hier das Getreidesilo Ost. Das ist das hier. Hier kann auch der Zug gemietet und beladen werden. Auch hier überall Verkehr, also überall ist Betrieb. Die Karte lebt. Dann haben wir hier die Kalkstation. Zum Kauf vom Kalk natürlich. Und dann haben wir hier jede Menge an Kaufspunkten oder Verkaufspunkte. Also wir haben hier die Pizzeria, also die heißt hier tatsächlich auch so, also die Pizzeria, genau, das ist also ein Verkaufspunkt. Dann haben wir hier die nächste Produktionsstätte, und zwar ist das die Schneiderei, die können wir hier haben oder sehen, zu haben für 100.000 Euro. Und hier an der Schneiderei könnt ihr auch eure Klamotten wechseln. Dann haben wir hier drüben auf der anderen Straßenseite haben wir die Werkstatt oder den Händler. Genau, also hier haben wir den Zugang zum Shop. Und dann haben wir gleich hier haben wir auch Collectibles stehen oder ja genau liegen hier aufsammeln. Das sind also die Collectibles, die sind von der Elm Creek übernommen, also 100 Stück sind da zu haben. Wie gesagt, hier ist also die Werkstatt. Also wir haben das, die Bayer Road, die Tuscola Road. Und dann kommen wir zu der nächsten Produktionsstätte, und zwar glaube ich, ist das die Ölmühle. Genau, für 80.000 zu haben. Dann haben wir hier die Molkerei für 70.000 zu haben. So, und dann haben wir hier natürlich den Viehhändler. Da haben wir hier ganz viele Fragezeichen. Also ich würde mal sagen, das ist das Tourismusbüro. Hier haben wir das Diner, ein weiterer Verkaufspunkt. Hier drüben links auf der linken Seite haben wir den Supermarkt zum Verkaufen, das Bowling Center hier. Wie gesagt, vorhin, als wir vorbeigefahren sind, hier also die Tankstelle. Dann haben wir hier die Traubenverarbeitung, 80.000. Hier schon angesprochen, der Supermarkt als Verkaufspunkt. Dann haben wir hier den Bauernmarkt, auch ein weiterer Verkaufspunkt. Hier haben wir den Wasserturm von Frankenmuth oder von Little Bavaria. Also es handelt sich hier definitiv um eine Karte, die ist extrem helferfreundlich. Also wenn ihr euch ohne Probleme mit Autodrive und Cosplay bedienen möchtet, dann könnt ihr dies hier einfach und simpel tun. Also die Felder haben rundherum ziemlich viel Platz, außer dieser natürlich der Graben, der darum ist. Ich hoffe, glaube nicht, dass das ein Problem darstellt. Hier haben wir ein bisschen Downtown Frankenmuth. Also hier, das wäre dann so, sagen wir mal, so dieses urbane Zentrum. Was wir vorhin gesehen haben, war eher so der Industriebereich gewesen, also wo die ganzen Fabriken stehen.
So, dann kommen wir hier schon zum nächsten Punkt. Und zwar sind wir jetzt hier an dem linken unteren Eck. Und zwar ist das hier das South Food and Grain Verkaufspunkt. Also eine große Siloanlage hier. Also hier kann man verkaufen. Dann haben wir hier das Baseballstadion, also das Stadion. Da kann man rein. Hervorragend, super schön. Echt schön gemacht. Cool. Ein schönes Detail. Auch schön hier die Detailarbeit. So, dann geht's nordwärts. Die Felder sind alle quadratisch, also rechteckig, also alles ein bisschen wirklich sehr US-Style. Also mir gefällt dieses urbane, der urbane Teil hier. Also wir sind hier an der Junction Boulevard und Maple Road. Und auch hier immer wieder Höfe rumstehen. So, wir gehen mal hier. Oh, da zu langsam gebremst. So, dann gehen wir mal hier rein. Schauen wir uns mal an, wo das hinführt. Also wir kommen hier zu einem weiteren Bereich, wo ein Hof aufgebaut werden könnte, nehme ich mal an. So, schauen wir uns das mal an. Also die Tore können nicht geöffnet werden. Ich kaufe mal dieses Stück Land. Mal gucken, ob das dann geht. Das ist dieses Stück hier. 70.884 Euro. Und jetzt schauen wir uns da mal, ob das jetzt geht. Ja, jetzt geht die Halle auf. Licht geht auch. Perfekt. Also hier kann man einen zweiten Hof hinbauen. Und zwar haben wir hier auch die Werkstatt, wie schon gesehen, also das baugleiche Gebäude wie auf unserem Originalhof. Dann haben wir hier einen Tümpel, einen Teich, eine Wasserquelle natürlich. Hier haben wir 5 Collectibles rumstehen. Also es gibt zusätzlich, so wie ich das richtig verstehe, zusätzlich zu den normalen Collectibles gibt es noch Traktoren, die dann anstatt 1000 Euro 10.000 Euro bezahlen. Hier könnt ihr sehen, hier gibt es Fische im Teich. Sehr schön, sehr schönes Detail. Kann man sich da runter begeben. Tatsächlich. Cool, richtig cool. Um ein bisschen einen Überblick über die Waldfläche zu erhalten, gehen wir mal in die Lüfte. Wir gehen einfach mal hier rumgucken. Also es gibt hier einen Waldweg, der führt uns dann zu einem Rundkurs. Da gehen wir doch direkt mal runter. Also, ja genau, also hier kann ein Waldweg, der führt uns zu diesem Rundkurs. Und da könnt ihr neben den Collectibles, hier könnt ihr Spaß haben mit eurem Quad oder dem Mahindra, ein Indy 500. Hier könnt ihr hier fahren. Überall auch die Collectibles hier zu sehen. Wunderbar. Dann gibt es hier eine Einsiedlerhütte. Da schauen wir auch mal rein. Hier gibt es da auch Fische. Ja, da gibt es auch Fische. Wunderbar. Hier gibt es eine Einsiedlerhütte. Schön dekoriert. Hier können wir sogar rein. Und finden hier natürlich auch wieder jede Menge an Collectibles.
Schön dekoriert, diese Hütte hier. Kann man das öffnen? Nein. Hier, das Logo halt. Man muss da natürlich ein bisschen Werbung machen. Taylor Farms hier. Das Badezimmer. Die Dusche. Hervorragend, sehr schön gemacht. Dann geht's weiter mit dem Überflug. Und zwar gehen wir noch ein bisschen nordwärts und kriegen da noch mal etwas zum Spaß haben. Und zwar ist das hier ein Motocross-Kurs. Hm, super. Da könnt ihr mit eurem Mahindra oder mit einem Motorrad hier ein bisschen Spaß haben. Na, im Multiplayer sehr cool. Da kann man wirklich mal ein bisschen Rennen machen. Hervorragend. Sehr schön. Wir gehen mal zurück zum Mahindra und führen die Tour fort. Ist natürlich ein ganz anderer Stil an Karte. Also es ist nicht zu vergleichen mit der Calmston Farm. Calmston ist halt wirklich ein ruraler Bereich in England oder in Europa. Das hat mit dem ruralen Bereich, Urban Bereich von einer in einer US-Landschaft natürlich nicht zu vergleichen ist. Nichtsdestotrotz, es gefällt mir, sieht gut aus. Hier kann man sicher sehr vieles auch machen. Okay, wir fahren jetzt einfach noch mal hier gleich mal hier hoch. Mal gucken, was wir da noch finden. So, dann haben wir hier eine weitere mögliche Hoffläche. Hier haben wir auch wieder Hallen stehen. Also hier haben wir drei Schuppen stehen, ein Lagergebäude mit, ach das ist toll, hervorragend, super. Dann haben wir hier eine weitere mögliche Farm für den Multiplayer. Und dann fehlt es nur noch die linke obere Ecke und da fahren wir jetzt gleich hin. Also wir sind hier an der Rödelstraße und Maple Road. Also hier kommen wir zu einer weiteren Fabrik, Lager oder Produktionsstelle und das hier muss man erstmal sich über die Wagen begeben. Und kommen hier zu einer Riesenära der Zuckermühle. Das schauen wir uns gleich an. Ich mache das mal so, wie ich zoome mal so raus. Also hier haben wir die Anlieferstellen für die Zuckerrüben. Ja, wir haben hier zwei Anlieferstellen. Zuckerrüben oder das, ich weiß nicht, ob Dings auch funktionieren würde. Zuckerrohr. Okay, Zuckerrohr kann natürlich hier auch verkauft werden. Schauen wir uns das auf der Karte an. Also wir befinden sich hier uns hier bei Sugar Plant. Sugar Plant, das sind die an Lieferverkaufsstellen für die Zuckerrüben an sich. Und wir haben natürlich hier die Zuckerfabrik. Kaufbar zum Preis von 80.000 Euro. Also wenn wir von der Zuckerfabrik rausfahren, gerade quer gegenüber, dann finden wir ein Schild mit der Information der Sägemühle. Und da fahren wir jetzt gleich mal hin, bevor wir wieder zurück zum Hof schauen und uns ein paar Details noch besprechen oder angucken. Hier kommt der Miller Sawmill. Also klassisch hier, schön dekoriert. Zu kaufen für 100.000 Euro.
überall Collectibles rumstehen, also die sind ziemlich leicht zu sehen. So, wir fahren jetzt mal zurück zu unserem Haupthof, Haupt-Starthof und sprechen noch ein paar Sachen an, was mir aufgefallen ist. Also wir sind an der Weißstraße und Rödelstraße, also wir nehmen die Weißstraße. So, wir sind zurück zu bei unserer Hauptfarm, fahren gleich mal durch den Chat durch. Wir machen noch mal eine kleine Überlegung. Also wir haben, oder was ich nicht gefunden habe, ist eine BGA. Und ich nehme mal davon aus, dafür ist diese Fläche zum Beispiel vorgesehen, dass man hier eine BGA hinbauen kann, wenn man das machen möchte hier. Alternativ kann das natürlich sein, dass man, dass die BGA nicht hingebaut worden ist, damit eben man die Freiheit hat zu sagen, wo man starten möchte. Es ist schön, dass wir hier drei vorgebaute mögliche Hofgebiete haben. Also das eine, der Haupthof hier, und dann natürlich auch die Höfe rundherum, also die wir uns angeguckt haben. Also, wir gucken mal. Also wir könnten also diese Scheunen könnten wir verkaufen und dann neu hinbauen, wo wir möchten. Ne? Also die sind verfügbar hier unter Hallen. Des Weiteren, was ich auch nicht gefunden habe, dass es ist nichts vorgebaut, was die Tierhaltung angeht. Also es ist alles dir selbst überlassen, ob und wo du die, die Viehzucht betreiben willst, ob du das auf dieser Fläche hier machst oder ob du ein Feld dafür nimmst und das dann opferst quasi. Ihr könnt also sehen, also die Felder sind alle im quadratischen Stil. Es gibt zwar zwei, drei Challenges hier, wenn es hier so um diese Ecken geht hier. Es ist eine sehr schöne Karte, wenn man mal was anderes machen möchte, wie zum Beispiel das kleinere oder mittlere Farmen der kleinsten Farm zum Beispiel. Hier kann man ein bisschen größer arbeiten. Das ist ja auch schon so gegeben durch die Maschinerien, die wir bekommen. Ich werde jetzt mal als Farmmanager starten, um zu sehen, wie die Situation in diesem Fall ist. Okay, ich bin jetzt als Farmmanager habe ich das Spiel geladen, also die Chats sind da. Nur gehört mir natürlich das Land nicht. Das werden wir natürlich gleich ändern. Hoffen wir das hier. Also ihr könnt sehen, also die Chats sind zwar da, wenn man sich als Farmmanager anmeldet. Aber natürlich die Gerätschaften nicht. Na, da kann man alle selber kaufen. So, das wäre es erstmal von meiner Map-Tour durch die Frankenmut-Karte. Eine Karte, die ich glaube, dass das so sein kann, könnte da in der Gegend bei Michigan. Die Detailarbeit ist sehr schön gemacht, also passt. Es stimmt für mich überein mit dem US-Bild, was ich in meinem Hinterkopf habe. Es ist eine Karte, die würde etwas anderes anbieten als das Farmen auf der kalmsten Farm zum Beispiel, sondern hier könnte wirklich eher im größeren Stil gearbeitet werden, nicht im ganz großen Stil wie auf der Wild West natürlich, da es eine Einfachkarte ist. Schön, schön gemacht, stimmt. Also ich bin gespannt, ich werde sicher mal ein paar Tage drauf spielen. Als ein privater Safe werde mich hier natürlich ein bisschen austoben, Sachen zu testen, wie zum Beispiel
den E-Drive Laner, den ich noch nicht verstehe. Also das ist da eine Mod, die gestern herausgekommen ist. Die muss ich einfach mal testen und spielen. Dann werde ich das sicher mal kombinieren mit einem persönlichen Save hier, einem privaten Save. Bitte kommentiert mir doch, was ihr von der Karte haltet. Gebt ihr der Karte eine Chance? Seht ihr diese Karte als Multiplayer? Wie würdet ihr hier die Farm betreiben? Würdet ihr die Tiere platzieren? Würdet ihr auf die BGA gehen? Viele Fragen hier. Eine Karte, die vieles offen lässt, wie man und was man tut hier. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich darauf zu lesen, wie ihr darüber denkt. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Hoffe, dass ihr auch weiterhin den Kanal unterstützt. Was euch gefallen hat, bitte gebt mir doch den Daumen nach oben. Lasst mir doch euer Abo da, damit ihr auch solche Kartenrumgänge oder auch Vorstellungen von Mods, die im Giants Mod Hub veröffentlicht werden, nicht verpassen wollt. Ich bedanke mich. Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Danke und hasta luego.